Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Umwandlung. Eine Umwandlung kann für Sie Vorteile bringen bei der Finanzierung, da Sie Ihre Bonität verbessern können. Sie passiert gesetzlich bei der Erbfolge, Sie können aber auch zum Beispiel Ihre Risiken aufteilen, wenn Sie wollen. Wie auch immer, es bringt eigentlich nur Vorteile und das Ganze auch noch steuerfrei. Allerdings bei der Steuerfreiheit muss man wissen, dass es dafür nur zwei denkbare Fälle gibt. Fall 1 ist, dass Sie das Besteuerungsrecht wechseln. Heißt, vor der Umwandlung wurden Sie nach dem Einkommensteuergesetz besteuert, das ist regelmäßig der Fall bei Einzelunternehmen, und nach der Umwandlung werden Sie nach dem Körperschaftssteuergesetz besteuert, was regelmäßig der Fall ist bei einer GmbH. Also in diesem Beispiel haben Sie von einem Einzelunternehmen in eine GmbH gewechselt. Das bedeutet auch gleichzeitig der Wechsel des Besteuerungsrechts. Hier greift jetzt das Umwandlungssteuergesetz, allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Fall 2 ist, wenn Sie nachher mehr Gesellschafter haben als vorher. Dann greift regelmäßig auch und immer das Umwandlungssteuergesetz. Das benötigen Sie für die Steuerfreiheit. Die Steuerfreiheit bei der Umstrukturierung ist quasi ein Geschenk vom Finanzamt. Das bekommen Sie regelmäßig aber nur, wenn es sich auch um eine steuerrechtliche Umwandlung handelt. Haben Sie mal weniger Gesellschafter im Nachhinein als vorher, dann ist das irgendwo eine Umstrukturierung, aber Sie steuerlich nicht begünstigt. Wenn Sie bei gleichem Gesellschafterbestand einfach nur die Rechtsform ändern, beispielsweise von UHG in eine GmbH und KKG, dann haben Sie steuerrechtlich auch keine Umwandlung. Und wenn Sie einzelne Wirtschaftsgüter übertragen wollen von einem Betriebsvermögen in ein anderes, dann erhalten Sie auch nicht die Begünstigung des Umwandlungssteuerrechts. Begünstigt ist nur die Gesamtheit, nicht das einzelne Wirtschaftsgut. Eine Umwandlung liegt also immer dann vor, wenn Sie nicht nur einzelne Wirtschaftsgüter übertragen. Dafür bekommen Sie dann auch die Steuerfreiheit. Das kann Ihnen für Ihre Konzeptionierung sehr gut kommen. Denn wenn Sie beispielsweise Ihr Eigenkapital erhöhen, weil Ihr Unternehmenswert ein anderer ist als das, was Sie als Eigenkapital in der Bilanz ausweisen, so ist das steuerfrei möglich. Mit diesem erhöhten Eigenkapital gehen Sie nun zu den Fintech-Banken, das sind auf jeden Fall die modernen Banken der Finanzierung, legen diese neue Bilanz vor und bekommen einen ganz anderen Bonitätsstatus und ein ganz anderes Rating. Die meisten steuerlichen Vorteile können durch eine Umwandlung erbracht werden, weil eben alles steuerfrei ist. Sie erhöhen Ihre Bonität, Sie ermöglichen Ihnen die 5 neuen Wege der Altersvorsorge. Die gesamte Besteuerung verändert sich ja. Das ist ja ein Grund der steuerfreien Umwandlung. Wechsel des Besteuerungsrechts. Nutzen Sie alles aus. Lassen Sie sich bitte dazu versiert von einem Rechtsanwalt oder von einem Steuerberater beraten. Wenn Sie möchten, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich helfe Ihnen sehr gerne weiter. Thanks for watching.